So, und damit willkommen zu einer neuen Folge von C4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn eure Hilfe ist ja immer von Vorteil. Zumindest eure Anwesenheit, dass ich weiß. Erstaunt ihr meinen Metallmann? Ja. Er ist wunderschön. Oh ja. Findet ihr nicht? Ja, absolut, absolut. So. Wollt ihr hier noch ein bisschen die Gegend angucken? Dann können wir zu diesem Greystone-Platz. Guck mal, steht denn hier drin? Actors Memoiren. Ja, wenn das mal nichts ist. Seite 1218. Nach Monaten einsamer Anstrengung habe ich meinen Automaten endlich fertiggestellt. Nachdem Baron Northcrest meine glorreiche Erfindung gesehen hatte, bat er um Verzeihung. Doch ich sagte ihm, dass es dafür zu spät sei. Die Stadt selbst hatte er sich als unwürdig erwiesen. Die Großartigkeit meines Automaten konnte in seinem ärmlichen Reich keine Anerkennung finden. Darum übergab ich meine Erfindung der wunderbaren Stadt Blackbrook. Sie revolutionierte dort die Industrie und brachte dem Volk Wohlstand. Blackbrook hielt eine Parade zu meinen Ehren ab. Als ich an den Gesichtern der bewunderten Menge vorbei in die Ferne blickte, erfasst meine Augen die Stadt, ein winziger, sterbender Punkt, an den man sich bald nur noch aus einem Grund erinnern würde, als Geburtsort von Hector Rothschild, Mechaniker, Erfinder, Genie. Ende von Band 1. Eine obszöne Skizze von Alfonso Clockwise und Baron Northcrest füllt den unteren Rand der letzten Seite. Schade, dass wir das nicht sehen können. Wäre ja auch mal... Ja, wäre bestimmt witzig. Naja, geil. So. Müssen wir auch nicht. Die Mistkerle haben mich aufgegeben. Und wenn's vollbracht ist, winseln sie um Vergebung. Ja, ist ja immer so. Warum glänzt denn das hier? Können wir das hier denn mitnehmen? Nee, es glänzt einfach nur, ne? Schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir da noch... Aber es wäre auch gemein, oder? Wenn wir den armen Mann hier auch noch bestehen würden. Scheinbar ist es immer noch kalt. Ich dachte, wir haben diese Weste und... Keine Sorge, Metallmann. Du kommst schon bald hier raus. Dann reisen wir beide gemeinsam. Ja, okay, ich lasse den mal alleine mit seinem Metallmann. Warum hat er eigentlich keine Metallfrau gemacht? Na egal. Möchtest du in dieses Fitter gehen? Ja, natürlich. So. Hector. Ich spiel mal mit. Zumindest bis ich bezahlt wurde. Ja, da hast du recht, dann machen wir so. So, okay, wir müssen jetzt also erstmal diesen Arm besorgen, bevor wir da jetzt zu diesem Greystone-Platz gehen. Schönen guten Abend. Okay. Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. Hier ist auch nur eine Gasse. Ich würde ja gerne mal da oben lang. So, ich muss, glaube ich, dann erstmal hier rauf. Nee, da komme ich auch nicht weiter, oder? Komme ich da weiter, wenn ich da bin? Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Da komme ich auch nicht weiter. Muss ich da jetzt hier so lang? Komme ich auch nicht weiter. Komme ich denn da jetzt da wieder hin? Jetzt auch nicht irgendwo weiter, oder? Guck mal die Karte an. Vielleicht ist da ja auch irgendwie... Ah, ich bin vorbeigelaufen. Verstehe. Ich guck mir trotzdem mal die Karte genauer an. Ah, Alfonso Kleidung. Okay.
Hier, Hector verlangt, dass ich bei Alfonsos Schneiderei einbreche und eine mechanische Hand daraus hole, die angeblich ihm gehört. Das Ganze kommt mir verdächtig vor, aber die Beute könnte sich lohnen. Okay, sind wir ein Stück zu weit gelaufen? Glaube ich. Muss ich doch hier wieder lang, ist das richtig? Nee, hier bin ich wieder falsch abgebogen. Ich muss hier einmal ganz um Pudding, weil hier komme ich nicht durch. Okay, nun denn, das ist aber auch eine Stadt hier. So, hier bin ich ja schon rausgekommen. Heißt, ich muss da oben lang. So, okay, so kann ich die Leiter benutzen, aber anders? Nee, denn. So, werfen will ich das mal nicht. Ah, nein! Nicht hier wieder runter. Garrett. Manchmal ist Garrett aber auch. Kann man sich doch denken, dass ich hier nicht runter will, oder? Was liegt denn da? Kann ich leider nicht mitnehmen. Darüber komme ich wohl nicht. Ach ja, okay, dann müssen wir wohl hier lang. Ich hoffe, hier kommen wir weiter. Mann, hier ist es aber auch verwinkelt. Ich guck nochmal auf der Karte. Wo bin ich da denn jetzt? Da war ich. Da komme ich auch nicht viel weiter. Ist aber recht. Komme ich auch nicht jetzt durch? Ah, vorhin war das frei. Kann das sein, wo wir die Emotion, oder? War das hier nicht rechts frei? Komme ich denn da jetzt hin? Muss ich hier echt... Oh Mann, ich... Kann doch nicht sein, dass ich da jetzt hier voll den Umweg laufen muss, oder? Muss ich jetzt hier nochmal runter? Ach Mensch. Warum ist denn das hier so verwinkelt? Warum frieren wir noch? Ich habe doch diese super warme Weste extra gekauft. Die hat viel Geld gekostet. Schwer verdientes Geld. So. Da geht zum Glockenturm. Aber wollen wir ja nicht. Ich gucke mal auf der Karte. Vielleicht zeigt die mir irgendwas an. Ich hab vielleicht jemanden gesehen. Was? Wo? In Ordnung. Gut. So, was sagt jetzt die Karte? Ja, da komme ich ja nicht rum. Da komme ich ja leider nicht lang. Und das war hier eine Sackgasse. Das ist doch... Hä? Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist echt. Das ist ja kurios, oder? Oh Mann, da sind noch diese zwei Halunken im Weg. Kann ja nicht einfach mal seinen Geschäften nachgehen, so einfach. So, oh, das war aber gelenkig, was? Komme ich hier weiter vielleicht? Die Rinde. Vielleicht hier unten lang, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, sind wir wieder hier bei der Werkstatt, richtig? Bei den Werkstatthelden. Oh nee, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Komme ich denn da jetzt weiter? Ach Mensch. Oh Mann, oh. Ach. Dann komme ich wieder hier hin.
Hier. Komme ich denn da jetzt hin? Das ist doch doof. Tut mir leid, ich muss mich jetzt hier richtig konzentrieren, weil sonst... Da ist der Glockenturm, aber das bringt ja auch nichts, wenn wir da hingehen, ne? Ja, ich muss hier wieder runter. Da komme ich ja wieder dahin. Das ist doch echt komisch. Ja, ich muss mir hier nochmal die Karte angucken. So, warte mal, wir sind jetzt hier. Da komme ich nur zu dieser Werkstatt und da komme ich auch nicht weiter. Ich komme hier auch nicht so anders rum. Komme ich denn zu Alfonsos Kleidung? Da komme ich hier nicht durch. Da, ich muss doch irgendwas hier übersehen. Das kann nicht anders sein. Das ist doch unmöglich. Ja, genau, jetzt bin ich wieder hier. Hier, wo es nicht weitergeht. Das ist doch... Ja, nur diese Leiter. Ja, Garrett, ich weiß, mal wieder. Mal wieder hier diese Leiter hoch. Sonst... Ja, ich laufe immer nur im Kreis, ich weiß. Das ist echt... Ist auch kein Vorbeikommen. Ah, warte mal. Ah, hier können wir durch. Warum sagt mir das keiner? Dass wir hier so durch können? Ah, okay. So. So wird ein Schuh draus. Was ist hier los? Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen, die Stadt wird schwarz und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Oh, was ist denn los? Was haben wir denn hier? In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Aha. Da liegt jedenfalls noch was Glänzendes. Das haben wir schon. Was haben wir denn hier noch? Ohrringe. Das war's. Okay, gucken wir uns mal das Dokument an. Stone Market. Köder und Schalter. Aha, ein Obelisk. Einfach nur ein Bild und mehr nicht. Ist da irgendwas mit? Jedenfalls haben wir was gefunden. Ich hoffe, das ist, dass ich nicht so wild hin und her gucke, aber ist ja eigentlich auch realistisch. Mit, in echt würde man auch immer mit dem Kopf mal so hin und her schauen. Versucht, hab das schon die Maus so langsam eingestellt, wie es halt nur noch geht, weil langsamer, dann muss ich echt ganz schön nachziehen. Das ist auch nicht so gut. So. Wenigstens kommen wir jetzt endlich weiter. Entschuldigung, dass ich es wieder so gebraucht habe. Bis ich das hier was gefunden habe, aber es war echt nicht leicht zu finden. So, wo können wir denn weiter? Wir können nur hier raufklettern, aber... Ah, hier geht's weiter. So. Können wir schnell die Karte anschauen. Okay, dann können wir dann rechts rum, müssen wir. Das ist der kälteste Sommer aller Zeiten. Ja, kommen wir da denn ungesehen vorbei? Wir auch nicht großartig weiter, ne? Nichts zu tun, außer die Hinrichtung. Ah, hier doch, hier geht's weiter. Eine Hinrichtung wieder.
So, da sind die aufgebrachten Bürger, die aber ferngehalten werden. Da ist wohl das Hauptgebäude von dem Baron. Da wohnt der also, der Schurke, der Oberschurke mit den Maschinen wohl. Er wollte ja unbedingt dieses Maschinenzeitalter. Ich sollte mich nach Dayport schleichen. Na? Nein. Ah, fast wären wir ganz unten gelandet. Mann, oh Mann. So, da ist der die Schneiderei. Die Kleiderei. Ihr wisst, was ich meine. So, gehen wir da mal rein. Kundenauftrag, Handarbeit. Möchtest du diesen Kundenauftrag starten? Ja, wenn wir schon mal da sind. Das ist ja auch in der Nähe, da wo wir hin sollen. Ah. Was sagt er? Er hat nur... Habe ich nur noch gehört. Echter Penner! Das ist eine Privatfeier! Alfonso! Ich kann sonst nirgends hin! Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Ich geh schon, Sir! Ich geh schon! Okay. Ich bin wie ein Hund in einem Käfig. Hast du irgendwas bei dir? Oh oh. So, wie kommen wir da denn jetzt rein? Hoffentlich sieht er uns nicht, wenn wir jetzt hier so im... Oh, da sind wieder Scherben, ne? So, das war... Okay. Irgendwas stimmt nicht. Was stimmt denn nicht? Der guckt so komisch. Bei Rocks 10. So, stiehl die mechanische Hand des Automaten. Okay, lass mal hier eine schöne Ecke für ihn finden. Wo er sich auch ja wohlfühlt. So, hier ist eine schöne Ecke, glaube ich. Ja, ich glaube, da wird er nicht so schnell gefunden. So, bevor wir da reingehen, nehmen wir das hier noch mit. So. Jetzt haben wir wieder 252 Gold. So, wollen wir gleich hier rein? Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Ich glaub, das sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig. Dafür kriegst du gar nichts. Gut. Dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt! Nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. So. Ja, aber da lässt sich das nicht gefallen, der Typ da, ne? So. Aber da gehen wir am besten nicht rein. Das ist einfach zu gefährlich, da in den Haupteingang reinzugehen. Dann müsste es doch noch einen anderen Weg geben, wie ich das hier... Ah, hier ist offen. Hallo? Niemand zu Hause. Achso, hier können wir uns verstecken. Das ist auch sehr gut. Okay. Können wir mal mitnehmen. Was haben wir hier noch? Taschenporträt. Einfach zu hell hier. Einfach zu hell. Was? Genau, hier ist wieder so ein Bilderrahmen. Aber irgendwie können wir das anscheinend nicht... Na denn. So. Wahrscheinlich nur bei ganz edlen Porträts vielleicht. So. Nehmen wir halt die Tür wieder, um rauszugehen. Was haben wir denn hier so? Ah, hier ist der Hintereingang. Aber dann nehmen wir lieber den Eingang. Ist vielleicht besser. So. Wenn das hier schon mal offen ist... So, jetzt leise. Okay, wo könnte diese Hand sein vom Automaten? Einmal Licht ausmachen. Okay. So, was haben wir denn hier? Tintenfass. Und da Taschenporträt. Und ganz viele Stoffe. Ein
Eine alte Nähmaschine. So sah das früher aus. Goldene Schere. Tapfere Schneiderlein, was? Ah, was haben wir denn hier? Ah, jetzt können wir das. Genau, jetzt können wir mal endlich dieses Werkzeug, was wir teuer gekauft haben. Ein schönes Stück. So, die Schuld hat schwarze Flügel. Okay. So, wie liegt denn da? Neues Dokument. Gucken wir uns das mal an. Aalbeißer-Vertrag. Wir haben einen Vertrag, Alfonso. Meine Aalbeißer liefern dir zweimal pro Woche deinen Stoff, vielleicht auch öfter, je nachdem, was wir von unseren Kontakten in der Wache bekommen. Es ist eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. T. Ist das Mr. T? Man weiß das nie. So. Na? Was ist das denn für einer? Harte Zeiten. Oh, ist da gerade irgendein Kerl rumgeschlichen? Ach du Scheiße, wo kommt der denn jetzt her? War noch leise. Ah, das war wohl nur mein eigener Schatten. Ja. Bestimmt. Wenn ich ihn töte, hab ich hier das Sagen. Oh oh, er will den Kleider. Geht dort jemand spazieren? Gib auf! Oh oh. Komm. Mist. Wurden wir schon wieder entdeckt. Dabei wollte ich... Du kannst nirgends hin! Wo kommt der denn schon wieder her? Das gibt's doch nicht. Wie soll ich deine Leiche filzen, wenn du fliehst? Hey. Ah, Mist. So. Rein hier. Schnell. Ja. Mann. Wann kommt der denn da überhaupt nach oben? Wieso zum Teufel hab ich... Wie soll ich deine Leiche filzen, wenn du fliehst? Ach, Mann. So. Das ist genug für den Fluss. Mist. Was? Das ist auch einer. Nein, Hilfe. Nein. Ah, Mist. Du bist tot, Mist. So, okay. Gut, dass ich hier drin war. Da habe ich das hier als letztes gespeichert. So, dann machen wir mal... Jetzt nochmal... Okay, hier gehen wir raus. So, und dann schnell nach oben. Und diesmal beeilen. Kommen wir gleich hier rein schon? Ich hatte doch irgendwie Lichtschalter genutzt. Das kann ich aufschrauben. Das nehmen wir noch mit. Sieh an, was haben wir denn da? So, das neue Dokument, das haben wir schon gelesen. Es hört sich so an, als ob hier jemand gekommen ist. Ah, das habe ich nur übersehen. Das können wir nicht mitnehmen. Das, okay, dann gehe ich mal hier lang jetzt. So, neu. Das tut weh. Ist er jetzt hier? Wo bewahrt er sein Geld auf? Ah, jetzt ist er hier schon, ne?
Fällt ihm das auf, dass das Bild fehlt? Nein, oder? Ich brauche mehr Schlaf. Geht er schlafen jetzt, oder? Was ist nur aus dieser Stadt geworden? So. Nichts als Ratten. Kein Vergnügen. Okay, der geht schlafen jetzt, oder? Nee, tut er nicht. Zuzumachen hier. Ach, scheiße. Nein, Hilfe. Bitte nicht. Bitte geh hier nicht rein. So hungrig. Puh. Könnte was klauen, wenn ich schon mal da bin. Der guckt aber hier überall, ne? Der will hier klauen. Dieb müsste man sein. Zu dumm, dass ich so ungeschickt bin. Tja, kann nun mal nicht jeder sein. Der sucht, durchsucht hier die ganze Wohnung, ne? Der will hier die Sachen klauen. Von den Dogs. Der Boss wird Blut spucken. Einfach zu hell hier, ne? Oh Mann, oh Mann. Der Gestank hier ist widerlich. Also das können wir jedenfalls nicht sein. Mist, kommt bitte hier lang. Mann, oh Mann, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Mist. Kann ich so schlecht gucken. Scheiße. Mit einem lebenden Aal. Oh Mann, oh Mann. Nein, du siehst mich nicht. So, jetzt. Gute Nacht. Du wolltest schlafen. Somit schlaf. Okay. So, dann ab ins Bettchen. Ist ja schon gemacht. Gute Nacht. So, mal sehen. Was ist da vielleicht das drin, was wir suchen? Nein, nur ein Sammlerstück. Ein schönes Stück. Mhm, ja. Okay. Das nichts. Ah, ein neues Dokument. Haben wir denn hier die Zeit, das sich anzugucken? Ich gehe mal lieber hier rein ins Badezimmer. Hier konnten wir uns vorhin auch ganz gut verstecken, also gucke ich mir das mal an. So. Albeis, den haben wir ja schon. Brief des Brief des Mechanikers an Alfonso. Alfonso, entschuldige mein plötzlich Verschwinden. Ich war nach meiner Meinungsverschiedenheit mit dem Baron gezwungen, unterzutauchen. Es ist immer noch zu gefährlich, persönlich mit dir in Kontakt zu treten. Bitte bewahre die Hand fürs Erste sicher auf. Ich melde mich mit weiteren Einzelheiten, sobald es mir möglich ist. Hochachtungsvoll, der Mechaniker. Okay. Also es muss hier sein, die Hand. Mechanische Hand. Wo könnte sie sein? Diese Hand. Na, hier oben jedenfalls nicht. Das können wir auch nicht. Waren wir schon? Na, ah. Ich wollte die Tür zumachen. Na gut, dann nicht. Ohrringe? Man weiß ja nie, welche Gelegenheit. Ne? So, okay, dann mal nach unten. Unten speichern könnte ich mal zwischendurch.
So, gucken, was wir hier haben. Es geht hier noch weiter runter. Oh Mann, oh Mann. Mach mal lieber die Tür zu. Oh. Was macht der Lumpenschneider hier unten? Aha. Oh Mann, oh Mann. So. Hoffentlich ist hier nicht noch jemand. Oh, ich hoffe, ich komme da jetzt nicht noch jemand. Schnell mal hier. Da wird er nicht so schnell gesehen. So, Mist, die Zeit ist jetzt auch schon wieder um. Aber wir gucken nochmal. Vielleicht finden wir jetzt noch die Hand. Wäre ja natürlich schön. Schere haben wir schon mal. Ein Handspiegel. Ja, nichts. Da so eine Brosche jedenfalls wohl. Ha? Alfonsos Arbeitsmappe. Vielleicht verrät sie uns ja, wo das sein könnte. Stoff, Reißfestigkeit. Reißfestigkeit. Testwerkzeug. Mechanische Hand aus Northcrest Project. Test 1. Leichte Belastung. Katastrophale Risse. Fehlschlag. Test 2. Leichte Belastung. Stoff intakt, aber nicht mehr dehnbar. Erfolg mäßig. Test 3. Mittlere Belastung. Leichte Risse. Fehlschlag mäßig. Fortschritt. Stoffqualität verbessert sich. Muss vor weiten Schritten neue Lieferung finden. Okay. Vor weiteren Schritten neue Lieferung. Okay. Ah, okay. Hier ist die wahrscheinlich. Ein einfaches Schloss, was uns Meisterdieb nicht auffällt. So, Simsalabim. Das sieht doch aus, nach dem, was wir suchen. Tut mir leid. Diese Hand ist kein Handschuhmodell mehr. Aha. Entkomme aus Alfonsos Kleidung. Ich hab sie doch gar nicht an. Haha, nein. So. Da blinkt und blinkt, glänzt noch was hier. So, okay. Haben wir. Weiter geht's. Können wir hier? Da gibt's keinen anderen Weg, ne? So, ich hoffe. So, da können wir jedenfalls nicht lang. So. Hoffe ich, dann müssten wir wieder eigentlich da lang, wo wir hergekommen sind. Also. Schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Steh auf, Alfonso! Der Schwächling hält doch nichts aus. Irgendwas stimmt nicht. Er muss doch hier irgendwo sein. Okay. So. Wir hätten es geschafft. Ja. Auftrag erledigt. Bleibe unentdeckt. Oh, erledigt. Ja, Gott sei Dank. Wir wurden zwar einmal entdeckt, aber es war ja vor der... Also, ich habe ja gespeichert, bevor wir entdeckt wurden. Und dann sind wir ja wieder da angefangen, nachdem wir getötet worden sind. Also, zählte das nicht, ne? So. Führe 5 Taschen... Was sollte ich das? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ein Kills oder ein Koschak. Okay, haben wir. Stil nur 62% schon wieder. Ich dachte, ich war doch so gründlich. Na gut, wegen diesen Taschendiebstählen wahrscheinlich ist das so wenig. So, okay, weiter. Wo sind wir gleich? In der Werkstatt? Schade, dass die Mission immer so endet, dass man nicht zum Auftraggeber dann gleich zurückgeht und dann mit dem nochmal darüber redet, ne? Weil schließlich ist das ja nicht so ohne Risiko. So, jetzt, wo sind wir jetzt genau? Ah, hier sind wir jetzt. Okay. So, dann beende ich mal die Aufnahme hier. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir haben die Hand. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir jetzt hin müssen, ob wir jetzt in die Werkstatt nochmal müssen, aber ich glaube nicht. Wir müssen jetzt, glaube ich, als nächstes einfach zu diesem Greystone-Platz, glaube ich. Aber das kriegen wir schon hin.
Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.